Boah, ganz schön zapfig hier. Aber was steht der Bursche auch irgendwo in den Rocky Mountains auf einem Berg, ganz ohne Winterklamotten und glotzt in die Gegend? Da macht's dieser Typ hier schon cleverer. Schließlich reden wir hier doch von Need for Speed. Also schnell rein in den vorgeheizten Sportwagen und mal ordentlich Gas geben. Denn selbstreden geht's auch in The Run, dem neuesten Teil der Raserserie, wieder um teure Autos, die wir in actiongeladenen Rennen auf Siegertreppchen fahren. Dabei versucht The Run viele neue Ideen. Ein paar davon sind allerdings so durchdacht wie bei Eiseskälte, ohne Winterklamotten irgendwo auf einem Berg in den Rocky Mountains zu stehen und in die Gegend zu glotzen. Eine Handlung in einem Rennspiel, das haben schon einige Genrekandidaten versucht, auch das eine oder andere vorangegangene Need for Speed. Wir erinnern uns an die zwar cool gemachten, aber letztlich recht dünnen und arg austauschbaren Storyhappen aus Most Wanted. The Run probiert's mit einem greifbaren Helden, Jack Rourke hier, der zu Beginn des Spiels ein gewaltiges Problem hat, nämlich einen Riesenberg Schulden, die ein paar finstere Jungs sprichwörtlich aus ihm herauspressen wollen. Doch dank unserer flinken Finger kann Jack fliehen und bekommt durch diese ominöse Frau ein höchst verlockendes Angebot unterbreitet. Nimmt Jack an einem illegalen Straßenrennen quer durch die USA teil und gewinnt es, hagelt es 2,5 Millionen Dollar in Cash. Wer angesichts solcher Szenen nun einen ausgeklügelten Plot erwartet, den müssen wir enttäuschen. Im Verlauf der etwa 8 Spielstunden umfassenden Handlung bleibt Jacks Herkunft ebenso unergründet wie die seiner Gegenspieler. Zwischensequenzen wie diese sind zwar sprichwörtlich schön anzuschauen, gibt's aber viel zu selten und dienen letztlich nur zur atmosphärischen Überleitung eines Rennens in das nächste. Auch die Sequenzen, in denen wir zu Fuß unterwegs sind und zu denen Electronic Arts im Vorfeld einen Riesenbohai gemacht hat, erzählen kaum Bemerkenswertes und fallen zudem enorm anspruchslos aus. Denn die Quicktime-Events sind zwar cool gefilmt und rasant geschnitten, bestrafen Fehler aber nicht. So macht es zum Beispiel keinen Unterschied, ob wir die falsche Taste drücken. Hauptsache ist, wir betätigen rechtzeitig vor Ablauf der Zeit noch die richtige. Soll heißen, pures Button-Mashing funktioniert blendend. Immerhin, meistern wir den Abschnitt, dürfen wir uns einen neuen Wagen aussuchen. Na also, jetzt geht's ja endlich ab auf die Straße. Need for Speed The Run ist ein Action-Rennspiel reinsten Wassers. Hier wird auf Realismus gepfiffen, stattdessen geht's mit einem sehr arcade-lastigen Fahrverhalten an den Start. Doch selbst im Vergleich zum Quasi-Vorgänger Hot Pursuit allerdings zu arcade-lastig, denn die Boliden liegen wie ein Brett auf der Straße. Selbst wenn man es drauf anlegt, ist es kaum möglich, die Autos zum Ausbrechen zu bewegen. Erst mit dem sensiblen Einsatz der Handbremse ist es überhaupt möglich, Drifts hinzulegen. Doch dafür ist viel Einarbeitungszeit nötig, weil die ansonsten sehr handzahmen Autos hier ganz besonders empfindlich reagieren. Hat man sich jedoch dran gewöhnt, geht das Handling gut von der Hand, auch wenn wir ein wenig die Präzision eines Hot Pursuit vermissen. Auch bei der KI gibt es diverse Kritikpunkte, so agieren die Kontrahenten für ein Action-Rennspiel ausgesprochen passiv. Zur Rempelaktion kommt es sehr selten, stattdessen folgt die KI stur ihrer Linie. Das fällt vor allem bei den Cops auf, die viel zu selten Ambitionen zeigen, uns überhaupt anhalten zu wollen. Und wenn die Polizisten mal coole Manöver hinlegen, sind sie geskriptet und deshalb schnell durchschaut. Das nimmt den Verfolgungsjagden vor allem im Vergleich zu Hot Pursuit viel an Dynamik. Teilweise gut gemacht wird das durch die Modi, in die uns The Run im Verlauf schickt. Die gewinnen zwar keine Innovationspreise, machen aber durchaus Laune, etwa wenn wir unter enormem Zeitdruck Checkpoints abklappern müssen. Oder besonders schnell fahrende Kontrahenten erst überholen und dann die Führung 30 Sekunden lang verteidigen müssen. Besondere Highlights sind Rennevents, in denen wir es auch mit der Natur zu tun bekommen. Ebenfalls ein Element, auf das Electronic Arts sehr stolz ist. Mit Recht, denn im Death Valley Gegner möglichst schnell überholen zu müssen, während gerade ein Sandsturm tobt, das hat schon was. Später im Spiel heizen wir in einem geklauten Polizeiwagen durch das nächtliche Chicago, während uns ein bewaffneter Helikopter jagt und wir nur entkommen können, wenn wir dessen Scheinwerferkegel durch halsbrecherische Slalommanöver ausweichen. Besonders eindrucksvoll ist die in Trailern häufig präsentierte Fahrt durch die Rocky Mountains, während gerade gezielt ausgelöste Lawinen auf die Straße donnern. Allerdings können wir solche Hingucker an einer Hand abzählen. Im Grunde weiß im Schnitt nur eines von rund 20 Rennen, sich derart spektakulär zu präsentieren. Schade um das verschenkte Potenzial. Immerhin bietet The Run abseits solcher Schaumomente viel fürs Auge. Vor allem das Streckendesign weiß durch reichlich Abwechslung zu überzeugen. Da kurven wir durch den eindrucksvollen Yosemite Nationalpark, heizen durch das staubige Death Valley, machen die Straßen, Brücken und Tunnels von Detroit unsicher, brettern durch das, nun ja, leider etwas unspektakulär beleuchtete Las Vegas oder staunen über die gewaltigen Felsmassive in den verschneiten Rocky Mountains. Ebenso wie das Streckendesign motiviert das aus Hot Pursuit bekannte Erfahrungspunkte und Auflevelsystem. Quasi jedes gelungene Manöver wird belohnt, ständig ploppen entsprechende Meldungen auf, die dann nach dem Rennen zusammengezählt werden. Gibt's einen Levelaufstieg, hagelt es zusätzliche Extras, wie etwa ein stärkeres Nitro. Das hält bei der Stange, kaschiert aber nur zum Teil, dass das serientypische Tuning in The Run weitgehend gestrichen wurde.
Grafisch macht das neueste Need for Speed einen sehr guten Eindruck, verliert aber dennoch gegen seinen direkten Vorgänger Hot Pursuit. Und das, obwohl im Hintergrund die Frostbite Engine 2 werkelt, die Battlefield 3 zu einem bildhübschen Spiel machte. Zwar weiß die Umgebung durchaus zu überzeugen, aber nur, wenn die Gegend wie hier mit Pflanzen und Bäumen bestückt ist. Fällt das weg, wie hier im Death Valley, wird's schnell recht detailarm und öde. Achten Sie mal auf die mondlandschaftsähnlichen Felsen im Hintergrund rechts. Auch der Detailgrad der Fahrzeuge sowie deren Spiegelungen sind nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Da haben wir schon hübscher modellierte Supersportwagen gesehen. Dafür weiß die Frostbite Engine 2 Partikeleffekte höchst eindrucksvoll einzusetzen, vor allem bei Sandstürmen oder wie hier der berühmten Lawinensequenz. Das sieht nicht nur cool aus, sondern knallt auch ordnungsgemäß aus den 5.1 Lautsprechern. Aber wie gesagt, hätte es doch davon nur ein bisschen mehr gegeben. Need for Speed The Run ist ein kurzweiliges, actiongeladenes Rennspiel geworden. Ein Rennspiel, das versucht, eine Geschichte zu erzählen, das aber nur teilweise erfolgreich tut. Hierfür wird der Handlung und ihren Protagonisten einfach zu wenig Zeit eingeräumt. Auch auf der Strecke verliert The Run gegen seinen Vorgänger Hot Pursuit. Sowohl das Fahrverhalten als auch die Gegner-KI hätten etwas mehr Feinschliff vertragen können. Dafür überzeugen sowohl die Rennmodi als auch das Streckendesign. Soll heißen, Need for Speed The Run ist zwar kein Glanzstück der Serie, aber auch kein Totalversager. Angesichts der derzeit mauen Rennspielkonkurrenz kann man durchaus zugreifen.